Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind hier unterwegs in Horizon 3 in einem Bugatti Veyron aus der letzten Folge übrigens und uns steht ein Schaurennen ins Haus. Das werden wir jetzt als erstes mal abfrühstücken und danach würde ich sagen, ich hätte ja mal Bock, endlich mal meinen Hachiroko ein bisschen aufzubauen. Lass mal schauen. Oder nee. Dem gönne ich eine eigene Folge irgendwann mal. Aber ich hatte noch was offscreen gebaut, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Das machen wir danach. Aber erstmal Schaurennen. So, Roms. Das war übrigens ein Hüllöl, wie der gute Jeremy Clarkson jetzt sagen würde. Also sprich ein Huayra. Lamborghini Veneno haben wir auch noch nicht vor der Linse gehabt, alles klar. So. Entschuldigt bitte, ich weiß, das ist, mir gehen Unterbrechungen auch auf den Keks. Aber andererseits, der Sammler in mir kann dann auch nicht anders und dann muss ich halt irgendwie, ne? Hier, kurz vorm Einschlag, wir treffen nämlich gleich den Grauen da vorne. Noch ein Huayra, aber der, mit dem DLC reingekommene, glaube ich, der BC, gell? Ist auch ein starkes Teil. Ist für mich optisch zu viel Zonder dran. Nicht mehr genug Huayra, der gefällt mir optisch weniger gut, als der alte. Aber es ist trotzdem mordsmäßig geiles Auto. Huayra ist ja sowieso einer der wenigen Sportwagen, die mich richtig, also einer der wenigen Supersportwagen, die mich richtig faszinieren. LaFerrari, Aston Martin Vulcan. Vulcan übrigens auch eines der DLC-Fahrzeuge. So, ja, ich möchte den Fotomodus verlassen, alles klar. Wir kommen heute noch an, Leute. Wir kommen heute noch an. Oh. Ach, scheiße, stimmt ja. Ich hätte ja die Bremskraft noch umstellen wollen. Boah, entschuldigt bitte, aber wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann vergesse ich das. Bremse, Bremskraft. Ich mach mal 2%, ruder ich zurück. Das wird hier nicht mehr ganz so übertrieben. Bemerkt kommt beim Bremsen. Links abbiegen. Jo, das ist einigermaßen neutral. Ich denke, das kann ich verantworten. Das ist neutral genug. Das kann ich so verantworten. Das bedeutet, ich speichere das Ganze jetzt auf dem bereits gespeicherten. Sage überschreiben. Ja, das möchte ich. Dateifreigabe rückgängig machen, dann gebe ich das nochmal neu frei. Entschuldige bitte, dass wir das am Anfang der Episode machen, aber wie gesagt, ich muss es einfach machen, weil ich sonst vergesse. So, was hatten wir gesagt? Rundstrecke und guter Allrounder war das, gell? Ich meine doch. Dann machen wir jetzt mal gerade noch hier, in der Beschreibung wieder ihn hier. Und TT Hawker. So. Und teilen das Ganze. So. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Ich nehme die Folgen gerade direkt am Stück auf. Das heißt, wenn ihr das Ding am Ende der letzten Folge heruntergeladen haben solltet, dann ist es auf jeden Fall diese Version, die ihr hier jetzt gerade seht. Hier ist wieder ein Auto, im Hintergrund ist wieder ein Auto. Mann, das ist schlimm. Das ist schlimmer als Pokémon sammeln. Na gut, ganz so schlimm nicht. Hier hat man ja relativ schnell alle beisammen. Alle beisammen habe ich sowieso schon lange nicht mehr, also... McLaren P1, den haben wir auch noch nicht, alles klar. So, das heißt aber wirklich das letzte Foto. Kerge, hör auf. Schluss aus. Halt, stopp. Halt, stopp. Genau, das machen wir jetzt. Schon geiles Auto. Jo, von der Bremskraft her, es geht so klar. So kann ich es verantworten, das ist gut. Also dann, Packmasse, Hochhauskick, Veranstaltung beitreten. Absolvierte Meisterschaften 5 von 63? Das ist jetzt nicht besonders viel. Anzahl der Podiumsplätze 87, das ist bestimmt auch sehr wenig im Gegensatz zu den meisten von euch, vermute ich einfach mal. Wir fahren einen Veneno, ist das der Veneno? Und da ist der Jet, ach, ein Senkrechtstarter sogar. Das ist ein Kampfjet, sein Antrieb ist größer als dein kompletter Wagen. Aber nun ja, drück auf die Tube, ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch an mich, alles klar. Schwierigkeit. Für das Rennen hier würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne wieder... Das Auto hat zwar auch Schaltweben, aber ich glaube, hier möchte ich auch meine Kupplung nicht missen. Das ist für mich einfach gewohnter. Ich glaube irgendwie noch an dich. Ach, ist das so? Okay, dann wollen wir die gute Dame doch mal, dezent überraschen, ne? Okay, ich muss das Ganze hier bei Regen stattfinden, klar doch. Komm um die Kurve, du Saubock. Bin jetzt doch verwöhnt von meinem Bugatti Veyron Setup. Das geht besser um die Kurve, muss ich einfach mal so sagen. Jawohl, da ist er. Vor uns durch den Checkpoint durchgekommen. Bin ich mal gespannt, ob ich das hier schaffen kann. Ich eiere doch ziemlich rum gerade, ne? Ich merke das schon.
Vielleicht bringt mir ja die Innenansicht ein bisschen was. Viel zu früh gebremst. Da steckt jetzt vom Bugatti ein bisschen mit drin gerade. Jawohl, dreht er einfach noch eine Pirouette gerade. Natürlich. Reicht nicht, dass er mich schlägt. Nee, vernichten muss er mich mit seinen Spielereien, wa? So schaut's doch aus. Da kommt er wieder. Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Du interessierst mich überhaupt nicht. Oh, komm um die Kurve, Veneno. Komm schon. Ich bin ja der Meinung, und da stimmt ihr mir bestimmt zu, dass ich hier... Wow. Thumbnail. Hoffentlich habe ich das schnell genug gespeichert am PC. So. Ja, was ich sagen wollte, ihr stimmt mir bestimmt zu, dass ich hier deutlich schneller fahren könnte. Ich bremse einfach zu früh. Ich bin gerade zu vorsichtig geworden durch den Bugatti. Komm, so, rum hier, rum hier, rum hier. Für die Hürde bräuchten wir auch irgendwann mal ein Setup, dass die ein bisschen besser um die Kurven geht. Ich meine, an sich ein sehr, nicht mal neutrales und fast schon etwas untersteuriges Handling, was an sich gar nicht mal so verkehrt ist, aber ich glaube, ein bisschen mehr Einlenkfreude würde dem Auto ganz gut tun. Ist so meine persönliche Ansicht. Kann man geteilter Meinung sein, selbst wenn freilich, Setups sind immer eine subjektive Sache. Aber ich bin der Meinung, dass man hier durchaus noch was reißen könnte. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt noch eine Chance haben oder ob ich wirklich zu viel Zeit vertrödelt habe. Ah, komm schon, Yip-Yas. Im Spiegel sehe ich noch nichts, von vorne sehe ich auch noch nichts. Da wäre er gekommen. Auf dem Minimap habe ich ihn zuletzt noch ganz kurz gesehen. Jawohl, Meister. Weißt du was? Ich glaub dir das jetzt einfach mal. Was hältst du denn davon? Einfach so. Einfach, weil ich gut drauf bin. So, wir kriegen den Erfolg. Forza vor. Gewinnen sie ein Rennen im Centenario, entschuldige. Ich habe die ganze Zeit Veneno gesagt. Ja, wenn ich hier meinen falschen Namen anspreche, ist ja klar, dass der nicht richtig um die Kurven geht. Da hätte ich auch keinen Bock. Der Centenario, entschuldigt bitte. Ich bin ja auch doof. Fanbelohnung, alles ganz toll. Gut, erhaltene Fans insgesamt 620.000. Ich wünschte, es wäre auf YouTube so. Wäre zwar wahrscheinlich ziemlich erschlagen von, aber andererseits wäre es auch ziemlich geil. Aber, naja. Ich freue mich ja auch über das, was ich bis jetzt schon habe. Das Hallo, ist ja... Big Boss. Wo soll ich denn all diese Fans nur unterkriegen? Wir benötigen eine zusätzliche Festival-Erweiterung. Das ist ja mehr, als ich mir jemals geträumt hätte. Ja, ein zusätzliches Festival, das da oben ist Level 5. Ich glaube, bei Level 5 ist schon Schluss, gell? Hier unten sind wir Level 3, hier hinten sind wir Level 3. Und im Outback sind wir noch Level 2 gerade mal. Ich glaube, ich wäre dafür, erstmal ein Festival weiter auszubauen, dass wir hier mehr Rennen auf einmal frei haben. Dann können wir uns nämlich drei Offroad-Rennen, mindestens drei Offroad, mindestens drei Asphaltrennen und so weiter für eine Rennserie aussuchen und müssen nicht mischen, wenn es an die Meisterschaften geht. Das wäre, glaube ich, okay, oder? Da sind wir schon gefahren. Komm, fahren wir mal hier runter. Back to the roots. Warum eigentlich nicht? Machen wir mit ihm hier. Dann können wir dort unten vor Ort ein Fanrennen fahren mit dem Auto, das ich gemeint hatte. Ich kann halt auch nicht aus meiner Haut. Entschuldigt bitte. Aventador. Warum eigentlich nicht? LP wie Let's Play. 750 wie PS. 4 wie Radantrieb. Und SV wie... Weiß ich nicht. Das waren die extra schnellen, ne? Die Super Veloce, gell? Irgendwie sowas war da, meine ich. Links halten. In 200 Metern links halten. Nochmal ein Foto. Aventador. Das war's jetzt aber auch wirklich. So, ab jetzt ist Schluss mit Fotos. Links halten. Uah. Läuft bei euch. Wisst ihr was? Einfach weil es geht, werde ich jetzt mal gerade... Ja, entschuldigt, dass es noch ein bisschen dauert, aber... Geht ja schnell, geht ja schnell. Ich habe gerade Bock wieder auf Schaltweben. So. Huch. Entschuldigung. Okay, und jetzt wird ordentlich gefahren. Jetzt fahren wir ganz ordentlich darunter.
Auf nach Byron Bay. Byron, Byron, jetzt weiß ich, woran ich immer denken muss. Mythbusters, hier die Rothaarige, die hieß doch Byron, glaube ich, oder? Carrie Byron, kann das sein? Ich meine, die anderen waren Jamie Heineman? Was steigst du hier voll in die Eisen, bitte? Bei nächster Gelegenheit wenden. Adam Savage? Route wird neu berechnet. Jetzt wird's langsam dünn. Nee, auf die anderen komme ich gerade nicht mehr. Grant Imahara, genau so hieß der. Und, wie hieß der letzte? Tori Belagi. Boah, ist eine Weile her, seit ich mir das durch angesehen habe. Ist eine Weile her. Hier ist ein Straßenrennen, was wir noch nicht gefahren haben. Kümmern wir uns bald auch noch drum. Godzilla in der zweiten Ausbaustufe, dann kriegt er auch eine geile Lackierung und vor allem diese pink-roten Felgen. Ich fand die für den Anfang gar nicht mal so schlecht, aber auf Dauer, im Endeffekt, mit ordentlichen Lackierungen und so weiter, die müssen runter. Die müssen einfach runter. Aber da kümmern wir uns dann drum. Nee, ich fahr doch mit der Hütte hier nicht durch den Dreck. Also ich bitte euch. Ja, ich sehe das Fotosymbol. Ich muss wieder stehen. Ich muss wieder stehen, auch wenn es schwer fällt. Oh, aber hier sehe ich was. Entschuldige bitte, Bugatti. Ich weiß, hierfür bist du nicht Ernsthaft? Ich spring eiskalt dran vorbei? Roms, jetzt aber. Meine Güte. Ist ja peinlich. Aber Setup läuft, würde ich sagen. Setup läuft. Auch eine Folge später bockt es immer noch. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen. Würde mich ja freuen, wenn ich ein bisschen Rückmeldung von euch bekäme, falls jemand das wirklich ausprobiert. Ach ja, und weil ich das hier am Stück aufnehme, falls ihr bereits Rückmeldung gegeben haben solltet unter der letzten Folge, braucht ihr die hier natürlich nicht wiederholen. Da werde ich nämlich da gelesen haben. Kommentare lese ich auch generell, keine Sorge. Ich antworte nicht generell, ich versuche immer so ein bisschen in den Videos drauf einzugehen. Ab und an schreibe ich auch mal was. Aber ich lese die Dinger durchaus, das nur mal, dass ihr Bescheid wisst. Rechts halten. Jawohl. Dafür, dass wir außen rum gefahren sind, sind wir doch recht schnell da, ne? Kein Wunder, bei einem Auto, was 300 fährt, wenn man das Gas nur schief anguckt. Dann kommt schon wieder Gegenverkehr, aber da packen wir noch. Ah, knapp. Sehr knapp. So ein Corso müssten wir auch mal fahren mit den Jungs. Da muss man die einfach nur anhupen und dann läuft das. Jo, 400 Meter links abbiegen bedeutet, wir müssen hier raus in die Pampa. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber was soll's. Stufenaufstiege heben wir uns noch ein bisschen auf. Die ganze Amaraterei. Da habe ich mir auch schon überlegt, wir können ja inzwischen durch den Fähigkeitenpunkt, den wir da investiert haben, Credits zu Wheelspins machen. Ob wir da vielleicht auch irgendwann mal eine Million auf den Kopf kloppen oder so. Ich hätte ja schon Bock auf die Horizon Editions. Und die ganzen Zusatzautos, die wir dabei kriegen, die können wir auch unterschiedlich aufbauen und so weiter. Das ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das auch mal machen. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich erstmal 2,2 Millionen in der letzten Folge auf den Kopf gehauen für den Bugatti. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Führen Sie 10 Festival-Upgrades durch. Ach Mensch. 4 Bühnen, jeden Tag 50 Bands, Live-Musik von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Du musst einfach nur fahren. Ich sorge für die richtige Party. Alles klar, Kira. Du kriegst das schon hin. Da vertraue ich auf dich. Alles kein Problem. So, da sind wir. Ach Mensch, und wir dürfen uns ein Auto kaufen. Ein Audi habe ich ja schon. Sogar doppelt. Einen habe ich euch mal aus dem Wheelspin gezogen und einen habe ich mir gekauft zum Aufbauen. Alternativ haben wir einen Ferrari 458, einen Ford GT, den haben wir noch gar nicht. Ach nee, den hat man ja geschenkt bekommen in Forza 6, gell? Hier in Horizon haben wir ja den Gelände-Ford bekommen, den Raptor. Lexus, auf die Hütte hätte ich mal Bock. Nissan GTR habe ich schon, aber nicht diesen. Ich habe den älteren, den 2015er, glaube ich, müsste das sein. Und ein Pagani, ja. Wäre auf jeden Fall der teuerste. Da könnten wir am meisten einsparen. Von 2,1 auf 1,9. Ist aber immer noch echt scheiße teuer.
Also auch wenn wir die größte Einsparung haben, muss ich trotzdem tief in die Tasche greifen, ne? Dabei bleibt's natürlich. Könnte ich mir leisten, klar. Ich habe am meisten Bock auf die OT, den will ich mal aufbauen. Da wird ein ordentlicher Rennwagen draus irgendwann. Sei es offscreen, sei es im Let's Play, aber da wird ein Rennwagen draus, da habe ich Bock drauf. Und zwar nehme ich die Hütte in der Farbe, in der Farbe, in der Farbe. Das hier hat zum Beispiel was. Quietsche gelb. Gelb wie ein Quietsche-Entchen. Blau. Hat auch was, aber ich finde, dem Auto steht das gar nicht mal so sehr. Ich glaube, ich nehme erstmal gelb. Erstmal. Ich werde ihn umlackieren. Aber nur für den Anfang. Einfach, dass wir nicht ganz so standardmäßig haben. Einfach mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, als nächstes fahre ich hier sowieso was anderes. Und zwar... Ja, das ist ein sehr schöner Lexus. Und guckt euch an, was das für ein schöner Lexus ist. Ohne Witz, ich finde das Auto hat was, aber ich würde es doch ganz gerne mal langsam hier was anderes wählen dürfen. Dankeschön. Meine Autos, wo will ich denn da hin? Den hier könnten wir auch irgendwann mal. Der fährt sich lustig. Aber der braucht auf jeden Fall noch eine andere Lackierung. Erstmal Favoriten. Da habe ich ja nämlich nur die Autos drin, die wirklich durchgetunt sind. Beziehungsweise diese Autos hier vom Anfang, die wir aber schon im Einsatz hatten. Die müssen wir auch irgendwann mal aufrüsten. Ich sage es immer wieder, ich muss es irgendwann mal machen. Aber jetzt gerade habe ich Bock auf diesen Mazda hier. Den habe ich aufgebaut in einer kleinen Proberunde mit Wockety Pockety. Er hatte sich für den Brotkasten Volvo entschieden. Den werden wir auch auf jeden Fall irgendwann mal aufbauen. Das ist ein Muss, möchte ich fast sagen. Ich sorge dafür, dass die Party hier beim Festival immer weitergeht. Du sorgst da draußen für neue Fans. Aber gerne doch, Kira. Aber gerne doch. So, fahren wir mal hin. Was ist das hier? Eine unentdeckte Strecke. Eine Rundstrecke, die wir noch nicht als Fanrennen gefahren sind. Komm, fahren wir erstmal dahin, da wissen wir, was wir haben. Eine Rundstrecke auf ordentlich Asphalt. Jedenfalls, er war mit seinem Volvo nicht so ganz zufrieden. Da ist noch ein bisschen Tuning vonnöten. Achso, ich muss erstmal die Kupplung wieder einstellen. Das ist sonst ein bisschen ungewohnt. Gut, war auch eines seiner ersten Autos. Also das ist natürlich klar, dass man da noch ein bisschen Abstimmung braucht. Und der Mazda, den habe ich mir aufgebaut dagegen. Frontantrieb und Rennreifen. Und das Ding, das ist einfach. Das Setup, das ich da drauf geklatscht habe, das funktioniert einfach. Die Karre, die liefert einfach ab. Und das ist unheimlich geil. Und klingt auch noch gar nicht mal so schlecht. Also, ich finde, das hat was. Mal von innen ansehen. So. Und da stehen wir auch schon. Bremsen packen gut, Reifen haben ordentlich Grip. Fanrennen. Wir könnten das Ding als Hot Hatch Rennen fahren. Wir könnten fahren als Raceball 77. Ach krass. Bei dem habe ich früher ab und an mal Streams geguckt, tatsächlich. Ja, ach Mensch. Könnte man machen. Anything goes. Anything goes geht natürlich klar, ne? Aber 10 Runden sind schon krass. 10 Runden sind schon... Könnte man mal machen, aber komm. Wir sind hier, um die Rennen einfach mal abzufrühstücken. Wir haben noch so unendlich viel vor der Brust. Da sollen 3 Runden erstmal reichen. Driver-Tare werden synchronisiert. Wir sind bereits bei 7, 8. Na komm schon, na komm schon. 10. Einer fehlt noch. Jawohl. Jetzt müssen natürlich auch noch alle berechnet werden, klar. Ich bleib dabei, ich würde mir wünschen, dass hier so ein bisschen mehr vorausberechnet wird. So, ich sehe verschiedene Integras, ich sehe einen weiteren Mazda 3. Und vorhin habe ich auf den Fiat 500 geguckt, das hinter uns war glaube ich ein Twingo. Mini fährt mit da vorne. So, ich stehe gerade voll auf dem Gas übrigens. Gerade so abgestimmt, dass wir nicht in den Begrenzer laufen. Das sorgt für Frontantrieb mäßig relativ gute Starts. Frontantrieb ist natürlich immer so eine Sache, klar. Aber man kommt damit relativ gut vom Fleck, das immerhin. So, jetzt muss ich noch zusehen, dass ich hier wirklich ein bisschen nach vorne komme. Könnte eventuell sein, dass für diese Rennen hier die Rennreifen zu viel sind, dass ich hier mehr Leistung bräuchte. Gegen die Driver-Tare. Aber andererseits, in der Kurve kommen wir ran. Also von daher, alles richtig gemacht. So, hier mal gerade zwischendurch. Kommt schon, ihr Lieben. Ja, hier wird ein bisschen angelehnt. Aber das ist schon okay. Wo sind wir denn? 6 davon 12. Das ist noch nicht so wirklich top.
Aber die anderen sind allesamt geclustert vor uns. Keiner fährt auf und davon, das ist schon mal sehr gut. So, na, lass mir hier ein bisschen Luft zum Atmen, bitte. Danke dir. Sehr freundlich, sehr freundlich. So, Position 4. Das ist schon mal großartig. Ganz vorne fährt ein TTHK damit. Heiko. Herzliche Grüße an dieser Stelle, Heiko. Ich kenne dir nicht. Du kennst mir wahrscheinlich auch nicht. Aber falls du dich doch aus irgendwelchen Gründen hier wiederfinden solltest, falls du hier zuschauen solltest, viele Grüße. So, da haben wir gerade wieder einen kassiert. Jawohl, guckt euch an. Kurvenlage for the win, so einfach ist das. Hm, oder? Läuft doch. Und das Auto hier, das macht auch einfach Laune. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das Setup hier schon freigegeben habe. Falls nicht, sollte ich das nachholen. Wisst ihr was? In dem Sonnenuntergang hier. Fotomodus. Ich mache jetzt hier ein Thumbnail. So. Sowas in der Art. Ich habe üblicherweise die Fahrzeuge unten rechts. Vielleicht so ein bisschen Schräglage, ein bisschen weiter weg. Von oben her, dass man die anderen noch mit im Bild hat. Sowas in der Art. Das geht klar, oder? Zack. Jawohl, Jackpot würde ich mal sagen. Läuft auf jeden Fall. Einmal fortsetzen, bitte. So, kurz damit warten, dass es hier am PC abgecaptured werden kann. Das Ganze bitte auch gespeichert. So, jawohl. Da haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. Wunderbar. Brauche ich mir dahinter keinen Kopf drum machen. Das hasse ich immer. Wenn ich die Folgen hochgeladen habe, gerade beim Beschreiben bin und mir fällt auf, ach scheiße, das ist noch gar kein Thumbnail. Da muss ich die Konsole anmachen und ein Foto machen. Oder irgendwas aus dem Video rauskramen. Das ist mir so eigentlich lieber. Okay, Runde 3 von 3. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir abliefern. Ich kann hier wunderschön Vollgas raus beschleunigen aus den Kurven. Sperrdiff ist natürlich am Start. Sämtliche Fahrwerkseinstellungen auf Übersteuerigkeit ausgelegt. Großer Heckflügel, damit die Kiste bei hohen Geschwindigkeiten nicht zu bockig ist, aber bei geringen Geschwindigkeiten trotzdem gut um die Kurve geht. Nur, dass ihr so ein bisschen wisst, welche Gedanken ich mir dabei gemacht habe. Saumäßig viel Sturz an der Hinterachse, denn die Hinterachse braucht ja nicht schieben. Und Bremskraft ist da auch relativ wenig, auch wenn ich die Bremskraft natürlich wieder nach hinten verschoben habe. Aber im Prinzip müssen die Hinterräder nur schön um die Kurve karven, deswegen kann man sich da ruhig ein bisschen mehr Sturz erlauben. Gerade auch in Verbindung mit dem Heckflügel, mehr Anpressdruck, da geht es immer klar. Und wir haben ersten Platz. Läuft doch, oder? Einmal fortsetzen. Ach, was haltet ihr eigentlich von der Optik? Das muss ich jetzt mal fragen. Was haltet ihr von der Optik? Das ist rot metallic, ist fast wie das Original, aber minimal anders. Ich habe da nochmal eine Farbe zusammengemischt, die ein Hauch knalliger ist. Und habe da diese doch relativ einfachen Vinyls draufgepappt. Das ist ja wirklich nur ein einziges vorgefertigtes Muster. Einmal gedoppelt, dass da dieser helle Schatten bei rumkommt. Heller Schatten klingt widersprüchlich, aber ihr seht ja, was ich meine. Und ich persönlich, ich feiere diese Optik einfach. So billig und primitiv sie auch sein mag, ich feiere die einfach. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Würde mich wirklich interessieren. Gut, was machen wir? Von der Uhrzeit her? Warte mal, ich bin auch eine hohle Nuss, ne? Thumbnail? Da muss ich mich mal entscheiden, was ich mache. Ja. Ich würde sagen, wir fahren noch was, ne? Mal gucken, was hier ist. Eine unentdeckte Strecke. Dass wir auch so ein bisschen vorankommen. Kreisverkehr, die erste Ausfahrt nehmen. Wieso Kreisverkehr? Das war eine minimale Schikane, aber wenn es hochkommt. So. Ups, da habe ich ein bisschen stark gebremst. Bremskraft ist erhöht bei dem Setup, ne? Apropos, ich könnte mal gerade ganz kurz schauen. Auto-Tunen, habe ich das Ganze denn schon freigegeben? Einstellungen laden, mein Tuning. Öffentlich. Ja, ist freigegeben. Also wisst ihr Bescheid. Beim Mazda 3 nach Kerge suchen, wenn ihr Bock auf das Setup habt. So, okay. Wir fahren die Strecke. Als Fan... Warte mal, Griprennen. Griprennen bedeutet... Griprennen bedeutet... Griprennen bedeutet... Ich habe schon gerade gedacht, das Spiel wäre abgeschmiert. Ja, das bedeutet nämlich, dass wir... Ja gut, wir fahren ein kleines bisschen da außen rum.
Das geht klar, das ist wie ein Crossrennen. Das Auto liegt zwar verdammt tief, aber ich sag mal, das kleine Stückchen, das müsste eigentlich klar gehen. Wir probieren's mal. So. Los geht's. Das Ganze wäre auch mit dem Mini möglich. Auch der macht Laune, der hat aber deutlich weniger Grip. Ich glaube, da hatte ich mich damals nur für die Sporträder entschieden. Und stattdessen für mehr Leistung. Und das merkst du auch beim Rausbeschleunigen. Das Auto ist schnell auf der Geraden, aber in den Kurven musste echt vorsichtig sein. So. Vorsichtiger als mit dem Mazda auf jeden Fall. Und los geht's. Jetzt haben wir das letzte Rennen in der Innenansicht gefahren, dann fahren wir hier mal von außen. Dass wir so ein bisschen Variation reinkriegen mal wieder. Das ist irgendwie merkwürdig. Bei manchen Autos habe ich von innen mehr Gefühl und bei manchen Autos von außen. Das hier ist jetzt so ein Auto, wo ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich die Innenansicht fahren, sonst komme ich hier nicht klar. Aber egal, probieren wir es mal. So, hier geht es erstmal raus auf den Schotterweg. Überhaupt nicht das Gelände für dieses Auto hier. Ja, was willst du machen? Die Fähnchen finde ich gut. Da sieht man hinterm Buckel so ein bisschen, wie es weitergeht. Sehr schön gelöst, gefällt mir. Checkpoint. Checkpoint. Asphalt, ich bin dankbar. Von links habe ich da gerade einen anrauschen hören. Jetzt lass uns mal ein bisschen nach vorne kommen. Ist eine sehr schnelle Strecke. Hier haben wir jetzt gar nicht mal so den großen Vorteil wie zuletzt. Der Kurvenvorteil geht hier ein wenig flöten. Jawoll. Moin, Digga. Lass mich doch auch leben. Finde ich schön, dass du mehr Schub hast. Hast du mich eben schön ausgebremst und kannst hier auf der Geraden vorbeifahren. War das deine Taktik? Wie minderwertig. Entschuldigung, aber so ein bisschen Kritik muss halt auch mal sein. So, jetzt aber hier vorbeiziehen. Jetzt werden wir langsam ein bisschen Land gewinnen. Soll ich nämlich nicht auf mir sitzen. Der Gang passt vielleicht besser. Deshalb würde ich vielleicht ganz gerne nicht auf den Zaun da rechts drauf fliegen, sondern ein bisschen mehr Grip behalten. Ich habe den Zaun wieder abgeräumt. Wer hat den eigentlich so schnell wieder aufgestellt? Ich bin beeindruckt. Nicht ganz so weit raus, nicht ganz so weit raus. So, letzte Runde. Jetzt brauche ich aber hier ein bisschen Glück und ein bisschen Biss. Okay, hier in den Kurven kommen wir ein bisschen ran. Das ist gut. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Böse verbremst. Verdammt böse verbremst. Mal gucken, da vorne in den Kurven haben wir sicher noch mal eine Chance. Na komm. Hier nämlich. Eieiei, Entschuldigung. Jetzt hier von innen durchziehen. Jawohl. Genau dafür ist das Auto gemacht. Crashes ohne Geräusche. Ja, Mann. Was in Star Wars und Star Trek und Konsorten zu viel an Geräuschen ist bei Explosionen im All, das haben sie uns hier jetzt abgezogen. So. Und nein, ich habe nichts dagegen, dass Raumschlachten in Filmen Lärm machen. Das trägt viel zur Atmosphäre bei und ist verdammt geil. Gut, haben wir das Ganze auch noch gewonnen. Nicht haushoch, aber wir haben gewonnen. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Okay, jetzt hier können wir alles überspringen. Paar, Dings, paar Fanbelohnungen. Oder waren die das gerade schon? 45.000, die verdoppeln sich mal eben noch. Darüber klage ich nicht. Gut, das sind unsere Fanbelohnungen. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die Schaurennen, hat sich das Schaurennen eigentlich eben durch die Fans freigeschaltet oder durch, dass wir Stufe 140 erreicht haben? Das würde mich nur interessieren. Das weiß ich nicht. Aber gut, sei es wie es sei. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Bis dahin, ciao, euer Kerge.